Das ist nicht mehr meine Kirche. Sie werden mich verbrennen. Was kann so falsch daran sein, die Wahrheit zu sagen? Sieht man einmal davon ab, dass es deine letzten Worte sein werden? Es geht um eine Druckschrift. 42 Thesen. Die Zeit des Schweigens ist vorbei. Warum soll ich mich verstellen? Hier findest du die Antwort. Du bist eine Frau. Sie brauchen einen Mann als Vormund. Nicht bei uns. Er liest die Messe. Auf Deutsch. Ja, dann muss er weg. Zu uns nach Wittenberg. Er glaubt an Gott. Das macht ihn so gefährlich. Lasst uns gleich anfangen. Ab jetzt ist Wittenberg das neue Rom! Wenn ihr nicht innerhalb von 60 Tagen eure Thesen widerruft, werdet ihr exkommuniziert. Warum spuckt ihr der Kirche ins Gesicht? Das tue ich nicht. Martin Luther ist ein Ketzer und ein Zerstörer unserer Kirche. Wir haben es begonnen. Wir haben was Großes erträumt. Sein Werk vollenden. Wir werden die Reformation mit Macht betreiben. Das hat euch die Mutter Gottes getan. Diese Hohlköpfe da draußen schänden die Kirche in meinem Namen. In deinem Namen. Unsere Reformation ist nicht mehr aufzuhalten. Ihr seid alle frei! Das ganze Land steht bald in Flammen. Doch am Ende nicht auch uns Fürsten wegwischen. Wir müssen den Aufstand der Bauern unserer Sache machen. Keine Gewalt. Verräter, du Feigling! Du hast die Reformation an die Herrschenden verraten! Tötet sie alle!